Und herzlich willkommen zu Folge 74. Ja, beim letzten Mal hatten wir ein bisschen angestellt draußen hier die eine Zelle angeschlossen und hier ein paar Kühlkammern hergestellt. Ein paar Wärmetauscher. Und da werden wir jetzt auch direkt wieder weitermachen. Da brauche ich nämlich noch welche von. So. Hier da was in der Ecke rein. Da bleibt ja alle nicht aus hier. So, 12 Stück. Ich glaube, das reicht immer noch nicht. Da müssen noch welche drin bluten. Also wäre jetzt auf jeden Fall eisenhaltig. Ich werde gleich unten die Turtles hinsetzen und einmal bohren lassen. Das ist, ich glaube, definitiv einfacher, dass wir die einmal setzen. Die Turtles. So. Ja, 6 Stück habe ich noch. Jetzt brauche ich allein hier noch 6 Stück. Und dann muss ich ja innen noch weitermachen. Da brauche ich CPUs und 2 Schablonen. Ja. Hier 2 Schablonen hinsetzen und den Rest mit voller CPUs. Weil ich weiß noch nicht, wie viele Seiten ich für Rezepte brauche. Es kann sich auf 3, 4, 5 Seiten hinauslaufen. Es kann sich auf 4, auf 2. Ich weiß es noch nicht. Ich mache eigentlich definitiv nur mal die wichtigsten jetzt. Aber was wichtig ist, ist, mal hier ein paar Gatter noch herzustellen. So. 6 Stück waren das jetzt. Stück, Dankeschön. So, als nächstes brauche ich die Fertigungs-CPUs. Nicht kurz Großprozessor. Ei, ö. Nein, 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 nein. Da ist doch das richtige Rezept. Da brauche ich die Lithium. Da muss ich das verbrennen oder das verbrennen. Okay. Da ist mir, glaube ich, das herzustellen billiger. Da muss ich nur eine Rutsche anrühren. Da komme ich nicht drum herum. Das nochmal zu machen. Denn ich will ja auch gleich wieder die Baumfarm da anschalten, dass ich wieder bei unten Setzlinge reinsetzen kann. So, wie läuft's? Ist das Gold durch? Noch nicht ganz. Aber danach kannst du das durchschmeißen. Wenn ich am überlegen, da sowieso unten gerade nichts läuft, werde ich die Redzone-Zelle erstmal abklemmen und hier oben dran setzen. Das wäre, glaube ich, ein Schritt einfacher. Dann machen wir das auch. Und dass wir irgendwie Holz bekommen und das Holz verbrennen können, zur Not. Jetzt haben wir schon mal ein bisschen Biogas-Engine, also Biomasse hergestellt. Mal schauen, ob wir das irgendwann verbrauchen können. Wir müssen ja auch mittlerweile dann jetzt da voranschreiten, dass wir Energie bekommen. So. Und 15. Und jetzt sollte sie da losgehen. Oder? Habe ich verpasst? Nein. Er müsste irgendwo hinten anfangen. Ich sehe noch nichts, ich sehe noch nichts. Es leckt aber. Also fängt er an. Es leckt dann mit ein bisschen hier ab. Hier müsste der. Ja, da haben wir es schon. Und ihr seht, das ist eine ziemlich hohe Wand hier, was dadurch entsteht. Aber soll erstmal alles abkloppen. Hat ja wieder genug Zeit dafür. Was kann ich denn? Wie kann ich denn Energie noch herstellen? Ich muss ja auch Strom herstellen. Ich will irgendwie langsam mit Juju-Meta rankommen. Mit Juju-Meta komme ich nämlich schneller voran. Brauche ich Strom, da brauche ich einen Kompressor, da brauche ich viele Materialien wieder. Oh, das ist doch alles teuer hier. Kloppen wir das erstmal weg. Das brauche ich nicht. Hier, die brauche ich. Dann nehme ich wieder ein Stack Fackeln hier mit. Dankeschön. Dann, was habe ich denn hier? Kann ich hier halbes Stack davon anbieten noch? Und ja, die Kisten. Aber mehr auch nicht. 1, 2, 3, genau. 1, 2, 3 und dann werden wir die irgendwo auf Reise schicken. Hier habe ich schon mal auf Reise geschickt. Was ist das denn noch? Das Cinnabar-Ohr. Okay. Wir können die ja hier.
Können wir die denn auf Reise schicken? Wisst was? Schicke ich den auf Reise? Ist immer so eine Sache. Ja, hier habe ich hier keinen Platz. Ich kann noch Excavate-Löcher bauen. Ach, ich mach das hier hin. Nee. Machen wir das hier hin. 1, 2, 3, 4. Ah ne, das war jetzt der falsche. Das ist doch, das ist 1. 1. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Zack. 1, 2, 3, 4. Zack. Oh, jetzt, ich will hoffen, dass überall das Programm drin ist. Tunnel. Bohrer. Jupp, der ist drinne. Tunnel. Bohrer. Ich könnte ja auch alle wireless gesteuert hier sitzen, aber... Ach nö. Ich gebe das lieber manuell ein hier. Bohrer, da bin ich nämlich sicher, dass alles da ist. Höhe. Mach 5. Breite 4. Länge 50. Ach, mach mal. Weiß ich nicht. Ich muss aufpassen, wenn ich hier lang gehe. Welche Zahl geht der mit? Das geht in Minus rein. Muss ich gucken, wie weit ich hier noch hinkomme. Da kann ich auch nicht mehr viel lang gehen. Da kann ich hier 25 Blöcke gehen. Mehr aber nicht. Nee, muss noch ein tiefer. 25 Blöcke kann ich gehen. 25. 5. Höhe 4, Breite 4, Länge 25, 5. 4, 4, 25, 5. Soll ich die Slot-Eingabe noch machen? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 14. 15. 5, nee, kommt 15 rein. 14. 15. 16. Oh, nö, 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 nö. So beibehalten. 16. 14. 15, Enter starten. Enter starten. Oh, der macht nur 400 Blöcke, das heißt, ich habe die Höhe falsch hier angegeben. Egal. Dann mach mal. Was machst du da? Er macht keinen Unsinn. Der denn jetzt hier rum? Ach, da unten irgendwo oder wie? Naja, mach mal. Du machst das schon irgendwie. Vielleicht kriege ich ein bisschen Material noch. So, das läuft. Oh. Eine Minute noch. Das ist auch schon wieder fertig. Das läuft hier prima. Haben wir schon 122.000. Und die läuft jetzt hier auch fröhlich vor sich hin da vorne. Da komme ich jetzt auch nicht mehr um. Was ist denn hier drin gelandet? Einmal Erde, okay. Und hier landet... Ah. Jeder andere Mist. So, Holz irgendwo hier wieder anlagern. So. Dankeschön. So sollte es eigentlich laufen. Und hier wieder Holz rein. Wie gesagt, mit Holz könnte ich jetzt eigentlich erstmal viel verbrennen. Gut, sind nur 750 pro
10 EU-Tick, aber ist ja auch eigentlich relativ egal, dass ich zumindest an Energie rankomme. Ja, wie machen wir das denn am beschlausten? Am schlausten ist erstmal eine Runde schlafen zu gehen. Nämlich die Folge ist jetzt auch schon wieder zu Ende. Na komm. Gut, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Euer Flash Hotel B und Tschüssen!